Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar habe ich heute mal wieder ein Problem vom Auto. Bei der Reparatur eines Audis ist ein Problem aufgetreten und zwar sind da ein paar Schrauben, Spezialschrauben, abgerissen. Die Schrauben haben ein spezielles Gewinde, M3,5 gibt es heute gar nicht mehr, dann haben sie hinten einen verstärkten Schaft und einen extra kleinen Kopf. Hier ist die abgebrochene Schraube und unser heutiges Video wird euch zeigen, wie man solche Schrauben selbst an der Drehbank fertigt. Bestätigt wieder meine alte Aussage, solche Autos kann man nur reparieren, wenn man eine vernünftige mechanische Werkstatt im Background hat. Wir werden nun solche Schrauben aus dem Vollmaterial herstellen. Das einzige, was nicht geht, sind die Torx-Köpfe, da machen wir einen Schlitz. Ich habe das mal in die Drehmaschine eingespannt und in der ersten Aktion drehen wir es plan. Das heißt, wir verriegeln hier, schauen, dass wir keinen Vorschub mehr drin haben und jetzt drehen wir es so rüber. Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, halten wir hier mal kurz die Schlichtpfeile dran, gibt es eine kleine Phase, dann können wir uns hier nicht mehr wehtun. Wir müssen das Material nachher auf 3,5 abdrehen. Das ist mir im Freilauf zu gefährlich, deswegen drehen wir zwischen Spitzen. Das heißt, wir brauchen jetzt erst eine Zentrierbohrung. Ich mache also hier mit dem Zentrierbohrer ein Loch in der Mitte und dann können wir mit der mitlaufenden Körnerspitze drehen. Zentrierbohrer, das Bohrfutter, Bohrfutter auf den Reitstock. Tropfen Öl auf die Spitze, jetzt machen wir ein schönes Zentrum rein. Jetzt arbeitet sich allmählich die Senkung rein und das ist die, wo wir für die mitlaufende Körnerspitze brauchen. Also noch ein bisschen die Senkung eindrehen von dem Zentrierbohrer und so reicht. Machen wir mal reichlich die Gesamtlänge. Dann kommt die mitlaufende Körnerspitze auf den Reitstock. Eigentlich schon von alleine, wenn man sie ein bisschen andrückt. Jetzt können wir mit dem Vorschub die Spitze so leicht andrücken und dann verriegeln. Vorteil dieser Konstruktion zwischen Spitzen ist jetzt, dass wir seitliche Kräfte ausüben können, ohne dass das Material ausweicht. Wir müssen jetzt hier längs drehen, damit wir mit dem Stahl beikommen, mache ich erstmal außerhalb des Führungslochs, das fällt nachher einfach weg, der Teil des Materials, einen Einstich. Der Rohling hat einen Durchmesser von 10 mm. Wir brauchen ein 3,5er Gewinde, also müssen 6,5 mm eingestochen werden. Das ist mal grob genullt momentan. Ein Strich sind 4/100, jede Umdrehung sind 2 mm. Beginnen wir mal. So sehen schon mal die ersten 2 mm aus. Bei sowas braucht halt immer ein bisschen Öl, weil sonst spritzt es doch gewaltig. Wir nähern uns jetzt dem finalen Maß. Es fehlen noch 70/100. Ich muss ja in 4er rechnen. Das heißt, wir haben noch 17,5. Machen wir mal 16 Striche weg. Es fehlt noch ein Zehntel. Also machen wir noch ein Strichchen. Und dann fahren wir am besten gleich in die Richtung noch ein bisschen. Der Einstich ist jetzt so groß, dass ich mit dem Stahl reinfahren kann ohne Probleme. Wir drehen jetzt die Länge mit der Leitspindel ab und da unten habe ich mir mal einen Stopp gebastelt. Da müssen wir aber immer aufpassen, automatischen Stopp hat meine Maschine nicht. Der Kopfdurchmesser sind 6,8 mm, auf den Durchmesser müssen wir runter.
Wenn wir in die Nähe des Anschlags kommen, muss ich auskoppeln und den Rest per Hand weiterdrehen. Dann stellen wir wieder die Zehntel zu, müssen langsam arbeiten, viel Durchmesser haben wir ja nicht. Wir haben jetzt noch einen Durchmesser von 6,95 mm, 6,8 war unser Wunschmaß. Jetzt machen wir noch 12 Hundertstel weg, 3 können wir mit der Feile machen und die bleiben übermaßig. 12 durch 4 sind 3, also gehen wir 3 Striche weiter. Am Anschlag aufpassen, kurz vorher ausschalten, Rest per Hand drehen. Diesen Durchmesser haben wir jetzt, der hatte 6,8. Jetzt kommt der Durchmesser des langen Schaftes hier. Der Schaft hat 4,7 mm. Ich habe jetzt die Anschläge so eingestellt, dass wir den nächsten Durchmesser der Schraube, also auf die 4,7 mm, abdrehen können. Wir haben noch einen Durchmesser von 4,8, 4,7 brauchen wir, sind noch 2,5 Striche. Letzter Durchgang auf finales Maß von 4,7. Ganz bis zum Anschlag möglichst. Und wenn wir am Anschlag sind, ziehen wir den Stahl nach hinten raus, damit wir die Kante scharf bekommen. Wir müssen jetzt hier, das wäre der Kopf der Schraube, das ist der Absatz. Und hier sind wir mit dem Stahl genau auf Maß. So, von hier ab müssen wir jetzt rückwärts die 4,8 stehen lassen. Wir lassen den Anschlag und kurbeln hier die 4,8 rückwärts. Einer, zwei, vier und 4,8. Bis zu diesem neuen Anschlag drehen wir jetzt so den Durchmesser auf die 3,5 für das Gewinde runter. Momentan haben wir noch 3,64, also müssen noch 14 Hundertstel weg. So, die 14 Hundertstel waren 3 Striche, das sind 12 Hundertstel und noch ein halber. Schlitten rein. Das ist jetzt der finale Durchgang. Am Ende schalte ich aus, bleib aber auf der Stelle stehen und drehe den Stahl jetzt rückwärts, damit wir hier eine scharfe Kante bekommen. Ja, das hat ganz gut hingehauen, 3,5. Der Rohling für die Schraube ist jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir hier und hier absägen. Erstmal die Spitze der Schraube. Sägen ist mir lieber wie abstechen auf so einer kleinen Maschine. Abstechen kann immer mal dazu führen, dass so ein dünnes Teil sich querstellt. Der Originalkopf war knapp unter 3 mm. Wir können ruhig ein bisschen höher gehen. Oben stört es ja nicht. Wir wollen ja einen Schlitz reinsägen. Also machen wir mal 4 mm. Dafür brauchen wir natürlich eine passende Spannzange. So drehen wir es einmal plan hinten. Damit der Schraubenkopf schön rund wird, braucht er so einen Rundstahl. Ich habe mir da mal selbst was geschliffen. Ihr könnt sowas aber auch kaufen.
Bei selbstgeschliffenen Stählen, bei gekauften schadet es auch nicht, müsst ihr immer schauen, ob die Schneidhöhe stimmt. Und wenn sie nicht stimmt, Blättchen drunter. Dann machen wir noch die letzte Rundung rein. Jetzt haben wir den Kopf, den Schaft, jetzt brauchen wir unten noch das Gewinde. Für das Gewinde brauchen wir natürlich jetzt ein 3/5er Schneideisen, das wollen wir ja nicht wirklich auf der Drehbank schneiden. Dann kommt es ganz wichtig darauf an, dass ihr das auf jeden Fall im rechten Winkel ansetzt. Und das ganze Gewinde krumm. Und dann mit viel Gefühl und schön immer Öl drauf halten. Schon die Werkzeuge, macht euch die Arbeit leichter. Wenn ihr ein bisschen Formdrehung habt, könnt ihr mal kurz zurück, das bricht den Span und ihr macht wieder neuen. So zweimal. Die Regel ist aber nicht unbedingt dreimal, einmal, zweimal, einmal. Noch sind wir nicht am Ende, aber ihr müsst aufpassen, am Ende wird es natürlich schwergängig. Jetzt scheinen wir anzustehen, also ganz vorsichtig, da müsst ihr mit viel Gefühl arbeiten. Kontrollieren wir es nochmal. Ja, wir stehen an dem Absatz an. Jetzt gibt es noch folgenden Trick. Man muss das Schneideisen ja immer so ansetzen, damit die Schrift in Richtung des Gewindes zeigt. Jetzt hat es aber hier einen größeren Anschnitt wie auf der Rückseite. Das heißt, wenn ihr das jetzt nur auf der Rückseite benutzt, werden die letzten Gewindegänge noch schärfer an den Absatz ran. Das heißt, wir schneiden es jetzt nochmal bis zum Ende. Das macht nicht viel aus. Aber ein Tick kann es uns helfen. Zu einer Schraube gehört natürlich auch noch ein Schlitz. Ich habe mir jetzt hier mal als Modell eine Viererschraube genommen. Da brauche ich ein Sägblatt, das gerade so in den Schlitz passt. Aha, das würde passen. Und mit dem schneiden wir jetzt hier einen Schlitz rein. Jetzt braucht man natürlich ein bisschen Gefühl und Geduld, um da einen Schlitz reinzukriegen. Das wird die Sache ganz gut. Halbwegs mittig haben wir getroffen. Haben wir einen schönen Schlitz in der Schraube. Wahrscheinlich machen wir noch ein bisschen tiefer. Das passt perfekt. Haben wir doch ganz gut hingebracht, unsere neue Schraube. Kopf, alles dreht. Probieren wir es aus, wo sie hinkommt. Und die Länge. Passt auch. Sie steht unten an wie die Originalen. Perfekt. Na, wie haben wir das wieder gemacht? Jetzt können wir am Audi weiter reparieren. Ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Video. Viel Spaß mit eurer Drehbank.